Ein recht herzliches Willkommen zurück. So, lasst uns Betonmischung holen. Die brauchen wir. Zzt. Einmal fix abwärts. Zzt. Aua, das war zu fix. Da sollten wir vielleicht hier mal eine Schiene anlegen. Jetzt haben wir hier 29 Minuten auch noch ein Handicap. So, so geschmiedeter Stahl. Fertigen. Geschmiedeter Stahl. Fertigen. So, er kann das da weiter einschmelzen. Wie sieht das hier bei euch aus? Zementmäßig? Seid ihr gut dabei, wa? Das kann ihm einmal alles raus hier. Das kann raus. Das kann raus. Und das kann raus. Gut, da läuft noch. Da läuft nur noch ein bisschen Betonmischung. 500 im Eimer hinterher schon mal. So, hier könnten wir jetzt noch 1500. Also machen wir mal ein 1000er. So, und dann geht uns das Zement aus. So, nehmen wir da nochmal was fix von mit hier. Betonmischung. Batz, ein 1000er. Mischen. Sand hätte ich auch mit rausnehmen sollen, ne? So. Guck mal, Betonmischung. Wie viel können wir jetzt noch machen? 1500. Sehr schön. Na, kommen wir noch auf 2000? Jo, schaffen wir. Sehr schön. So, ein bisschen Stein. Noch ein bisschen Stein. Und den Rest, würde ich sagen, schmeißen wir da auf jeden Fall noch wieder was rein, ne? Hier können wir gleich nochmal wieder. Bam. Bam. Und da kommt da auch nochmal fix was rein hier. So. Ach, ich habe jetzt alle Steine aufgebaut. Ich wollte gerade sagen, was fehlt denn jetzt zur Betonmischung? Ja, egal. Komm her. Kommt ihr da einmal rein, kurz. Hätte ich auch drin behalten können, aber egal. So, guck mal hier. Pfeift hier mal so ein leckeres Kürbisbrot rein. Bevor gleich wieder irgendwie kommt hier, dass er wieder Hunger hat. Und was zu trinken. Dann bin ich mal irgendwie noch was anderes hier. Mal so ein Tee. Komm her. Und hier nehmen wir so einmal zwischendurch mal was anderes trinken als immer nur Wasser. Gut. Hier ist immer noch recht düster, ne? Ich meine, hier oben wird schon heller, aber hier unten müssen wir uns auch noch was überlegen. Wie nochmal ähnlich wie das da oben so machen, dass man da einen vernünftigen Gang hoch hat. Mal schauen. So, da muss noch einer rein, da. Okay, da können wir noch nicht weiter. Aber wenigstens da schon wieder ein Stück. Da muss jetzt noch ein bisschen was weg und da auf jeden Fall. Na komm her. Reicht das von der Höhe nicht oder was? So, der passt schon mal. Der passt noch nicht und der passt noch nicht. Komme ich gar nicht ganz hin. Muss ich gleich nochmal wieder ein bisschen umstellen. Meine Gerüste hier unten, ne? So, da hinten, da kommen wir auch so überall hin. Ich würde sagen, machen wir es nicht so. Erstmal, dass wir eben die Decke da ungefähr reinkriegen. Ups, egal. Vielleicht brauchen wir da sogar zwei. Ne, brauchen wir nicht. Da brauchen wir eigentlich gar keinen mehr.
So, komm her. Jetzt haben wir es gleich hier. Weil wenn die Decke schon mal drin ist, ist ja schon die halbe Miete, ne? Die Wände und sowas geht nachher ratzfatz. Die aufzustellen, aber... Wie gesagt, das Problem sind die Decken erstmal. So, da haben wir einmal eine Arbeitsverlängerung. So, kommt das hier weg. Hier müssen wir heute aber noch einmal fixen, das Paket abholen, ne? Was sie uns dahin geworfen haben. Ach, guck mal. Das ist doch schön hier. Bam. Sehr geil. So, das ist auch zur Außenseite. Da müssten wir vielleicht dann noch. Wie weit sind wir da denn weg? Da haben wir zwischen dem Teil einen auf jeden Fall frei, ne? Ja, dann müssen wir da noch ein Stück weiter hin. So, okay, das passt ja sogar. Da oben haben wir sogar schon damals Decke reingepackt. Damit wir Höhe ungefähr hatten, ne? Schade, da kommen wir so nicht mehr hin. Na gut, komm hier. Machen wir hier jetzt ein paar Holzrahmen hin. Müssen wir sowieso haben. Schon wieder leer hier, ey. Ja, die Maschine, die ist auch wirklich fix leer immer. Wir haben schon eine Treibstofferweiterung, ne? Eine Tankerweiterung. So, ne, wir müssen ja noch ein weiter, ne? Muss ja noch ein bisschen breiter. Na gut, komm, dann machen wir es hier nochmal fix. Jetzt muss er wieder repariert werden, doch. Das war auch eine ganz spezielle Art des Bogens. Es ist auch dunkel hier, ey. Fackel haben wir nicht durch Zufall noch dabei, ne? Ne. Kurz hier, dann ist hier jetzt zwar ein bisschen düster, aber einmal sieht man hier ein bisschen mehr. So, komm mal dahin. Gut. Dann sehe ich nämlich besser, ob ich hier auf Höhe bin. Da hinten fehlt nämlich noch einer zum Beispiel. Ach, da kommen wir irgendwo welche anflitzen. Und sind mal fix im Strom reingerannt. Jetzt sind unsere Waffen vorne am Arbeiten. Ich muss gleich mal gucken, ich muss hier hinten irgendwie mal richtig auf die Höhe kommen, damit ich das richtig sehe.
Der passt. Den kann ich jetzt mal hier bam. Der passt auch und der passt auch. Sehr schön. Sehr gut, dann reicht das so da hinten. Kommen wir schon hin. Sehr schön. Da muss die Ecke auf jeden Fall weg. So. Ah, guckt mal. Es nimmt langsam echt hier richtig schön Form an. Und wir haben schon wieder ein Level Up. Das ist auch sehr gut. Die Decke passt auch genau bis dahin. Ja, müssen wir da nur noch runter, ne? Cool. So, komm, mach zu. Jetzt habe ich auch schon die Steine da repariert. Naja, gut. Zack, zack, zack. Sehr schön. So. Ah, das Ding ist natürlich wieder kaputt. So. Sehr schön, komm, hier jetzt noch eben den Boden. Ah, dann haben wir es, dann haben wir die Ecke hier mal auch schon mal fertig. Ach komm ey, lad nach. Das sollen wir immer gleich mit dem Teil hier. Entweder bist du am Nachladen oder ist kaputt. Sehr schön. So, da unten noch. Oh, cool. Die Ecke wenigstens fertig. Na also. So, komm her dann hier. So, ich glaube, das war's dann auch mit der Höhe und der Decke und so müsste das passen, ne? Wie gesagt, da müsst noch einige rein, das ist klar. Da haben wir aus Versehen kaputt gemacht hier. Sehr schön. Welche Richtung ist denn das? Ach, das ist nach vorne. Okay, ich wollte nicht gerade sagen, warum habe ich die eigentlich damals doppelt gemacht? Gut, da muss nur noch die zweite Wand dran lang. So, und hier muss ich jetzt eigentlich nur straight hoch, ne? Sehr schön. So, dann habe ich da auch die Richtung. Jetzt bin ich hier zwei weg, aber hier bin ich doch nur ein weg, oder? Ja, müsste die Wand theoretisch doppelt. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir es machen oder wie wir es machen. Hier sind wir, die jetzt hier gerade ziehen. Na komm. So.
So, hier unten steht auch noch ein Stück weg. Sehr schön. Ich glaube, das war's hier dann auch schon. Bam, 3. Jo. Was machen wir da noch? Wir müssen ja noch ein bisschen runter gleich. Ach, keine Betonmischung mehr. So, den müssen wir hier nicht erstmal auf die Höhe bringen. Gut, jetzt ihn hier noch. Da haben wir die Reihe auch noch. Dann könnten wir restlichen Betonmischungen gleich holen, die Frames hier reinschmeißen. Ah, dann haben wir es erstmal zu den Wänden hin und sowas dicht. Guck mal raus hier. Batz. So. Siehst du, dann hätten wir es immerhin eigentlich. So, da unten, die muss ich gleich machen, bevor ich da den nächsten hinpacken kann. So, ich würde sagen, dieses Mal laufen wir auch ganz normal runter, bevor wir gleich wieder einen Abflug machen. Und dann war es das wieder mit unserem Beinchen. Die habe ich jetzt nicht genommen, ne? Ne, jetzt. Kommen irgendwo schon wieder Zombies anlaufen. Irgendwie kommt mir vor, wir haben momentan die Zombie-Massen schon wieder mehr, ne? Die teilweise ankommen. Aber das heißt, die Massen hier ankommen, aber es wären einfach mehr Zombies, die teilweise laufen. So, geschmähter Stahl. Fertigen. Fertigen. So, skip her. Dann die packe ich jetzt allerdings erstmal hier rein. Nicht, dass ich gleich aus Versehen da oben irgendwie die aufwerte, wo es jetzt keinen großen Sinn macht. So, komm mal schnell hoch hier. Dann machen wir die da nicht eben fertig. So. Jetzt kommen die da fein mit rein. Ja, irgendwie werden das mehr da oben. Ich glaube, wir müssen erstmal hin. Sehr schön. So, baller die da schnell hin. So, da gucken wir gleich noch, wie groß das muss. So, und hier hatten wir jetzt zwei, ne? Und da nur eine. Ja, komm, dann machen wir es einheitlich. Dann ziehen wir hier noch eine Wand hoch. Gucken, ob das noch ausreicht mit so einer Betonmischung. Doch, reicht noch. Sehr schön. Gut, haben wir das auch schon. So, müssten wir nur noch hier mal eben fix die hier richtig. Ach ne, können wir ja gut kommen. Machen wir die hier sehen. So. Gut, das war's mit meinen Frames. Dann würde ich jetzt sagen, einmal fix nach oben. Gucken, was hier oben schon wieder los war. Dann fahren wir einmal schnell hin, holen uns das Paket ab. So, was ist hier los?
Wo ging der eigentlich nochmal hin? Ach, der ging ja rüber zu den Waffen, ne? Genau, der da unten hatte keinen Strom. Da müssten wir nochmal gucken. Der bekam... Nee. Das hier waren die, die hier unten waren. Ich sag ja, das muss alles ein bisschen sortiert werden. Darum sage ich ja, da brauchen wir unten da die Waffen. Ach, die Waffen unten, die Generatoren und so. Dann, kommt von unten nämlich das, was dauerhaft an ist, wie Strom und solche Sachen. Mal gucken, wo ist das Paket überhaupt? Wo ist das Paket? Ah, hör doch mal auf, hier rumzuklappern. Da ist das Paket. Also in genau die andere Richtung. Zack, einmal hier Straße entlang. Tag, Lady. Ja, machen wir mal einen kleinen Ausflug, holen uns mal schnell das Paket ab und oh, Treibstoff ist hier auch schon fast leer, ne? Müssen auf jeden Fall nochmal dem nächsten. Sag mal, steht ja schon wieder hier oder immer noch? Wir müssen auf jeden Fall demnächst mal hin und uns Ölschiefer holen. Es wird langsam ein bisschen eng damit. Mit unserem Treibstoff. Ein Stück ist noch. Wir können da hinten im Knick, da parken wir dann und laufen mal dahin. So, ist das hier schon? Na, wir können noch einen weiter. Hier noch einmal um die Kurve und hier dann. So, dann, oh, ein kleines Stückchen, ne? Da hinten halt für ein großes Gebäude. Hier ist noch Eisen. Eisen haben wir gleich hier Markern. Aber das da hinten, das ist echt hier. Da weiß ich im Moment nicht, was das für ein Gebäude ist. Komm her, nehmen wir hier einmal ein ganz bisschen was vom mit. Ich weiß nicht, wie viel wir da noch von haben. Aber dann haben wir jetzt wenigstens schon mal ein kleines bisschen wieder, damit wir hier uns nicht Schwarzpulver und sowas herstellen können, ne? Dafür bräuchten wir das noch. Wo ist denn jetzt hier unser Paket? Mal hier mal so, zack. Bildchen für unseren kleinen Ausflug. Dass sie das auch an den längsten Ecken abwerfen. Ich meine, dass sie nicht auch einen Zentimeter genau uns das für die Tür werfen können, ist für mich ja auch verständlich. Undertaker's Caskets? Da muss ich gleich jetzt mal gucken. Was, wo ist denn das? Doch, da waren wir ja schon mal. Hm, da sind wir auf jeden Fall schon mal hingefahren. Rechts ist glaube ich auch noch Nitrat, oder was ist da noch? Nitrat war es doch, ne? Was wir eben abgebaut hatten. Ne, gibt's nicht mehr. Ist weg, doch da. Hier oben war es das eine Mülltüte. Hier ist auf jeden Fall nochmal Nitrat. Ne, jetzt nochmal was. Ja komm, machen wir es mal anders. Die beiden markern wir uns hier nochmal.
Das ist ja doch schon recht viel dann. Ja, gleich zwei solche Lager so dicht beieinander sind, dann wird da auch einiges drinne sein. Da unten hüpft jemand, der will zu unserem Auto. Oder sie. Tschüss. Die wollen uns sicher das Auto stehlen. Ups. Ging aber auch gut ab da. Ja, guck mal, unser Rucksack da hinten, wo wir diesen Knochen drinnen gelassen haben. Aber was es noch war, der liegt da immer noch. Da packt Blei an der Kante. Er steht da immer noch, der arme Kerli. Ist auch hier ein schöner Wald geworden allmählich, ne? Ach, die Lady ist auch noch da. Guck an, hat sie auf uns gewartet? Ja. So. Mal gucken, kam der Kerli uns hinterher? Ja, die kamen beide. Gut. Das war's. Was war da jetzt überhaupt Besonderes drin? Nix, oder? Stahlbeinschienen, ich meine ein bisschen Munition, okay, die ist nicht verkehrt. Hühnchenragout, bisschen was zu essen, bisschen Medizin. Aber nicht so überwältigendes, ne? Na, immerhin ist gleich unsere blöde Beinschiene weg. So, das da rein. Honig und die Antibiotika. Komm hier, die Beinchen packen wir jetzt mal rein. Die Lederstiefel hier können wir mal direkt zerlegen. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's erstmal wieder für heute. Wir werden jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal oben den Raum noch irgendwie fertigstellen. Da müssen wir noch ein paar Waffen wieder anbringen, dass wir da weiterkommen. Da können wir natürlich noch einmal ganz fix reinschauen. Haben wir noch? Wir haben noch Klingenfallen. Ja, drei Stück haben wir schon mal gebaut. Die müssten wir oben anbringen. Wir müssten da reichlich Stahl haben, damit wir das da oben endlich ausbessern können, dass uns das nicht wieder so schnell kaputt geht. Tja, dann schauen wir weiter, ne? Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.